Hallo liebe Uncharted-Fans, hier ist wieder der Transack mit Uncharted 4. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge und wir wollen hier immer noch in das Rossi anwiesen. Ah, kommen wir da hoch? Ja, da kommen wir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die würden bestimmt auch ganz gerne Trend 17 TV gucken, die beiden. Aber das können sie nicht, das könnt nur ihr. Okay, wir können. Wir können. So, okay. Ah, ja, die sind weg, aber... So viele Jahre. Die kleinen Dinge vermisst man am meisten. Was denn? Der Duft von Zitronenbäumen. Ach, das riecht gut, ja. Motorradfahren? Kleine Dinge, aber zusammen? So, hier rein oder was? Mal umgucken. Hier ist nix. Wo ist der Sack? Er ist schon bis die Treppe runtergelaufen, ne? Die Sacknaht. Da ist er. Kann auch mal einen warten. Da L1. Müsste halten. Oder auch nicht. Und jetzt? Jetzt mach schon. Halten. Seilen Sie sich ab. Okay. Ganz runter? Nee. Achso, doch auf den Vorsprung, scheinbar. Weiter kann ich mich nicht abseilen. Ach, nee. Das war's nicht. Ich kann hier auch nicht schwingen. So, okay. Ist wahrscheinlich zu weit schon abgeseilt. Kann da nicht weiter rüber gehen. Nee. Ach, das gibt's doch nicht. So. Ach doch, jetzt kann ich... Ah ja, alles klar. Okay, noch einmal. Wow, Hieronymo! Ja, oh. Okay, komm runter. Krass. Keine Waffe, kein nix hier. Ja? Ja, wem sagst du das? Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe? Hast du wenigstens Fotos? Schön wär's. Elena hat ab und zu gefilmt, aber die Kamera ist hinüber. Oh, wie ärgerlich. Ich habe Zeichnungen. Wenn wir zurück sind, zeige ich sie dir. Du hast Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank? Zeichnungen? Hängen die am Kühlschrank? Die sind echt gut. Kannst kaum erwarten. Sind hier irgendwo Vorsprünge? Ne, hier sind keine Vorsprünge. Oh, oh, oh. Wow. Ich sehe hier nichts, wo man hochklettern kann. Hier ist nichts zum Hochklettern. Naja. Da auch nicht. Hier auch nicht. Die Winde sehe ich hier auch nicht irgendwie. Da müssen wir irgendwie hoch. Schlecht hier annehmen. Nee.
Shit. Oh, wie schön, dass die Speicherpunkte immer so, so kurz sind. Einfach geil. Hast du wenigstens Fotos? Ja. Die Kamera. Entsorgt. Wie ärgerlich. Ich habe Zeichnung. Wenn wir zurück sind, zeige ich. Ich hätte ja ganz gerne mal eine Info, wo es jetzt hier weitergeht. Kühlschrank oder was? Nein, aber die sind echt gut. Ich sehe hier nichts. Da oben, da könnte man sich. Aber hier sind nirgendwo Vorsprünge. Vielleicht ist das hier auch komplett falsch. Vielleicht geht das hier nicht lang. Ist das hier komplett falsch irgendwie? Da, irgendwo geht das scheinbar hier, da. Hier geht das irgendwie. Oh, ganz rum hier, oder was? Tatsache. Hier geht das lang. Und da, genau, da ist jetzt die... Ach! Ach, das war zu hoch. Okay. Und deine anderen fantastischen Funde, die ich verpasst habe. Hast du wenigstens Fotos? Nein, habe ich nicht. Da. Das geht's nicht. Also der Ansatz war auf jeden Fall schon richtig hier. Hier rum und da hoch. So. L1. Boah, er hat dieses doofe Ding nicht dabei, diesen Wurf, das Wurfseil. Aber eigentlich müsste das gehen. Ja. Oh, war das knapp. Alter Schwede, war das knapp. Einen kleinen Urinstrahl gerade in meine Hose gemacht hier. Das ist ja nicht mehr normal, das Spiel. Ah, das sieht doch gut aus. Du meinst wohl eher gefährlich. Mist! Oh! Alles klar da oben? Ja. Ja, geht schon. Oh mein Gott. Schwingen? Nee, nein, du sollst da bleiben. Wie war das noch mit dem Schwingen? Nein! Oh! Nein! Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Mist! Alles klar da oben? Okay. Ja. Ja, geht schon. Ich sag mal, ein Millimeter ist das noch gewesen. Ja. Ja. Puh, krass. Was für eine Kletteraktion hier. So, schauen wir uns nach den nächsten Vorsprüngen um. Hier ist gar nichts. Ach, der hilft uns auch überhaupt nicht, die Sacknaht hier. Übel, wenn du jetzt nicht triffst. Das stimmt wohl. Aber ich treffe. Aha. Er hat wieder sein Seil am Start. Gut. Und X. Oh. Hieronymo! Jawohl. Wow, was für eine Aktion. Nathan? Nathan? Was? Oh, ja.
bei dir? Ja. Wie sehe ich aus? Spitzenmäßig. Na los. Ja. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja, sollte mal bei dem einen oder anderen Part keine Verabschiedung dabei sein. Für euch dann bitte Charlie? Nicht böse sein. Ich nehme das hier ziemlich in einem Stück auf. Party so mag? Was denn? Da ist er. Wenn du drinnen eine qualmst. Lange ist her. Da ist er, Sullivan. Du kennst doch noch meinen toten Bruder, oder? Victor? Da hol mich doch der Teufel. 15 Jahre. Ja. Schön, dass du noch lebst, Sam. Mhm. Ja, halten wir ihn am Leben, indem wir das Kreuz holen, okay? Ja, was das angeht. Was ist damit? Kommt, ich will euch was zeigen. Schau mal da. Das ist Averys Kreuz. Sie haben es aus dem Lager geholt, kurz bevor ihr hier wart. Sie haben die Reihenfolge geändert. Dafür muss eine Menge Geld geflossen sein. Okay, wie lange noch, bevor die Auktion beginnt? 10, 15 Minuten höchstens. Wir müssten da doch irgendwie rankommen. Da unten laufen ja auch nur ein paar hundert Augenzeugen. Okay, okay. Aber wir müssen sie nur ablenken. Wie? Wie, was weiß ich wie? Das muss doch irgendwie gehen. Wenn die Wachen sehen, wie wir an das Kreuz wollen. Was, wenn sie uns nicht sehen? Hm? Leute, ihr benehmt euch, als wärt ihr noch nie im Knast gewesen. Wenn man ein Ding abziehen will, wartet man, bis das Licht ausgeht. Ja. Wo ist denn der Sicherungskasten für diesen Laden hier? Lüftungssystem, Strom, das hier da oben. Wir klettern einfach darauf, kappen das Licht und schnappen uns das Kreuz. Es gibt sicher einen Notstromgenerator. Also haben wir nur ein paar Sekunden, bis das Licht wieder angeht. Das heißt, wir müssen direkt neben dem Kreuz sein, wenn das Licht ausgeht. Nur kommen wir auf keinen Fall unbemerkt so dicht ran. Scusate, Signore. Antipasti? Nein, danke. Hi. Wie geht's Ihnen? Ah, hier unser Frauenversteher. Konzentrier dich. Ein Kellner bemerkt keiner. Könnte klappen. Das wird Lady klappen. Killer Sam. Okay. Gut, ich gehe zum Kontrollraum und stell den Strom ab. Dann bin ich der Kellner? Du bist der beste Taschendieb. Du gehst nach unten und behältst das Kreuz im Auge, okay? Gib Bescheid, wenn irgendwas Verdächtiges passiert. Alles klar. Okay. Hör zu, wir schaffen das. Bereit? Bereit. Okay. Wir schaffen das. Wir gehen durch den Keller. So. Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leris. Ehrlich? Entschuldigung? Du glaubst auch, ja, ich versuche noch so viel wie möglich in diese Folge hier reinzuquetschen. Sollte das nicht gelingen, wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt schön gesund. Und wir sehen uns natürlich bei der nächsten spannenden Folge wieder. Ich dachte, mein Französisch. Da ist was. Mal gucken. Was haben wir da? Lesen. Nummer 539. Okay. Zum Weinkeller geht's da lang. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Oh, schön hier, wa? Natürlich spielt sie dummen europäischen Techno. Na? Wo ist er denn jetzt? Da, ne? Abgeschlossen. Verschlossen? Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Oh, da kommt jemand raus. Habt ihr gesehen?